Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Paragon-Kisten öffnen und zwar bin ich diesmal auf Main bzw. meinem Hunter unterwegs und da habe ich ein bisschen was zusammengesammelt. Ich habe einmal hier Kisten der erleuchteten Mittlers so rum und dann haben wir noch Vorräte der wilden Jagd und das habe ich sowohl auf dem Char als auch auf meinem Hunter. Ich habe da hinten, seht ihr, ist nochmal eine Kiste vorgelagert. Ich habe schon ein bisschen Ruf vorgefarmt, dass wir wieder auf die 5 Kisten kommen. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich brauche bei den erleuchteten Mittlern mittlerweile nicht mehr sonderlich viel und zwar ist es noch ein Themok-Teil offen und es ist noch ein Plan offen, den ich zwar auf dem zweiten Account schon habe, also das Mount habe ich mir auch schon geholt aus dem Plan, aber was halt noch fehlt, ist dementsprechend dass ich sie auf dem Main-Account habe, dass es im Older Things quasi auch zählt. Ich kann euch das auch mal zeigen. Also das Mount habe ich schon gecraftet, das da noch drin ist. Oh, hier gibt es ein neues. Ah, das Ding-Mount ist jetzt drin von der neuen Season, die jetzt bald kommt. Gut, jetzt gucken wir mal. Würde sagen, jetzt machen wir erstmal das hier auf. Was habe ich denn rausgekriegt? Das Ding, was ich haben wollte, nicht. Ich habe hier einen Stab, den habe ich schon. Okay, das war schon mal eine Nullnummer. Dann würde ich sagen, machen wir die Vorräte der wilden Jagd auf. Da brauche ich noch das Stachelschwein, die Seelengestalt. Also ich weiß nicht, wie viele Kisten ich da jetzt schon aufgemacht habe. Es sind bestimmt schon 40, 50 oder so. Seit Anfang an der Expansion, die droppt einfach nicht. Das ist so ätzend. Naja, gut. Dann machen wir nochmal so eine Mittlerkiste auf. Vielleicht kriege ich ja die Quest. Und mal schauen. Okay, einfach gar nichts drin gewesen. Nicht mal ein Themok-Teil. Traurig. Aber in den anderen habe ich 2 Themok-Teile gekriegt, sehe ich gerade. Ne? Ich habe einen Stab und einen Umhang gekriegt. Die kann ich mal verticken. Sonderlich viel sind die halt leider nicht mehr wert. Okay, dann hätten wir jetzt schon mal 3 Kisten weg. Dann switche ich mal rüber auf den Hunter. Und zwar seht ihr, da habe ich auch schon ein paar Kisten. Ich habe einmal eine wilde Jagdkiste. Ja, mal gucken, vielleicht ist ja da das Stachelschwein drin. Nein, da ist nur Gold drin. Und dann habe ich noch eine Kiste des erleuchteten Mittlers. Mal schauen, ob da noch was am Start ist. Der letzte Umhang. Nee, das ist der falsche Umhang. Ja gut, den kann ich auch mal Hafer ticken. Ja, gut, die 5 Kisten waren wohl eine ziemliche Nullnummer. Alte Kisten aus quasi BFA habe ich jetzt nicht mehr. Da habe ich ja letztens ganz gut was rausgezogen. Deswegen sind die zumindest schon mal weg. Und ja, man kann nicht immer was kriegen. Muss ich wieder ein bisschen Kisten farmen. Und sobald ich wieder Glück bzw. wieder ein bisschen Ruf gefahren habe, fordern wir das Glück wieder heraus. Und dann schauen wir wieder ein paar Paragon-Kisten durch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.